Yo Freunde, was geht ab? Wunderschönen guten Batman wünsche ich euch und yo Mates, wir haben es gerade 5 Uhr morgens, die WM-Skins sind rausgekommen, Video dazu habt ihr vielleicht schon gesehen und ich habe das allererste Mal mit dem Skin gespielt, weil ich einfach mal zocken wollte, einfach mal das Feeling von dem geilen Skin enjoyen wollte, weil das linke Ei ist natürlich rumgehüpft, ja absolut geil. Hab natürlich nicht aufgenommen und hab dann einen übelst heftig geilen Sieg, also für mich einen übel heftig geilen Sieg eingespielt und ja, das zeige ich euch, mein erstes Nach-Commentary. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet, wie ihr die Skins findet und ob ich ein harter Noob bin mit meinem Raketenwerfer. Hier geht's auf jeden Fall los, gerade frisch gelandet, noch keine Items am Start, außer halt die Schrot, erste Haus rein, direkt auf 31er, der Typ ihm natürlich hinterher, 2 Shots reingedrückt. Und da war ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass ich den jetzt wegsnack. Und er hat aber noch eine Waffe aufgesammelt und hat richtig gut Damage reingedrückt. Er kriegt natürlich direkt die rote Karte dafür, weil ich nur 20 AP habe. Das fand ich jetzt nicht so nice. Schilde habe ich gefunden unterwegs. Konnte mich voll schilden. Direkt der Gegner hier am Start. Und wird weggelumpt. Wieder runter auf 60 AP und direkt den nächsten gehört. Habe ich gedacht, oh heilige Scheiße, die Runde ist auf jeden Fall schnell vorbei. Das war ein kurzes, knackiges Ründchen. Aber der hat auf jeden Fall den ordentlichen One-Shot 124er Hit voll ins Gesicht bekommen. Holy shit, die Eier wurden da auf jeden Fall aus ihm rausgeholt. Und ja, bin ich ewig da rumgelaufen. Bisschen Mats gefarmt, hier, dies, das, Ananas, bisschen Equipment gefarmt, voll gehealt. Nächsten Gegner gesehen, hochgepusht. Treppe gebaut, ich muss sagen, im Nachhinein war das echt gar nicht schlecht, dass er halt gegen die Treppe geschossen hat. Ich bin unten durchgeflutscht und habe ihm übel die Pumpgun ins Gesicht gehalten. Das war natürlich knackig. Er hat mir auch meinen leckeren Raketenwerfer gegeben, in Gold. Ich liebe Raketenwerfer in Gold, also in Blau spiele ich ihn eigentlich gar nicht, Purple vielleicht. Und Gold ist halt einfach eine Granate. Ihr seht auch gleich warum. Man kann einfach so dermaßen ins Gesicht halten mit dem Raketenwerfer. Die Range ist immer ein bisschen gefährlich, also es passiert auch das öftere Mal, dass ich mich selber in die Luft jag. Aber hier hat das auf jeden Fall einmal frei funktioniert. Der nächste Gegner hat sich in meine alte Base geschummelt, das war meine Base davor. Habe ich noch gehört vorher, wo ich den anderen Hunten gegangen bin und jetzt kriegt der natürlich auch noch eine ordentliche Packung mit dem Raketenwerfer. Da war die Range auf jeden Fall viel zu klein. Ich hatte echt Glück, dass es mir nur 120, 121 gezogen hat. Da ich aber 10 Schilde hatte und ein paar große, war das echt gar kein Problem. Lagerfeuer hatte ich noch am Start, direkt gezündet. Jumppad auch am Start gehabt, von der Base aus gezündet und hier rüber geflogen, weil ich da natürlich gesehen habe, der wird geschossen, ja. Und was der Kollege hier machen wollte, weiß ich nicht so ganz. Also das war auf jeden Fall komplett mit dem Typen. Der hat auf jeden Fall nicht so viel gerafft. Ich glaube, der hat sich die ganze Zeit ein bisschen versteckt. Ja, dann hier auf der alten Base runter und ich wurde beschossen von einem. Der hat natürlich nicht gerafft oder zum Glück nicht gerafft, dass ich hier schon lange runter bin. Ja? Konnte ich hier natürlich auch noch knackig wegsneaken. Und hier ist der letzte, der kriegt auch erstmal Raketenwerfer rein und dann noch einen geschmeidigen Schuss mit der Schrot mitten in sein Gesicht. Alter, die Jungs hatten auf jeden Fall nichts zu lachen. Für mich war es echt ein richtig geiles Gefühl. Das erste Mal mit dem neuen WM-Skin, die Eier hüpfen lassen, richtig reingeballt, richtig weggeknallt. Und ja, wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und ciao.